alle, die sich die Aufnahme angucken, herzlich willkommen. Es geht direkt los mit Objectives and Key Results. Was ist es eigentlich? Was hat es damit auf sich? Objectives and Key Results ist erstmal eine Management-Methode. Eine Management-Methode aus dem Silicon Valley und sie ist schon viel älter, als viele meinen. Ich habe das Gefühl, in den letzten so 2-3 Jahren sind Objectives and Key Results überall, gerade bei innovativen Unternehmen, als Management-Methode aufgetaucht und jeder hat das Gefühl, es ist was ganz Neues, was ganz Revolutionäres. Aber die Methode ist schon deutlich über 20 Jahre alt. Ist entstanden in ihren Kinderschuhen bei Intel, wirklich bekannt geworden dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er bei Google. Und es ist ein sehr bekanntes Buch oder das erste sehr bekannte Buch darüber geschrieben worden von John Doerr, Managementberater seines Zeichens, früher bei Intel, dann eben bei Google. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Measure What Matters. Ich kann es empfehlen, es ist ein ganz unterhaltsames und informatives Buch zu dieser Methode Objectives and Key Results. Vielleicht auch dazu gesagt, Objectives and Key Results ist kein klar definiertes Framework, kein klar definiertes Kochbuch, was man vorne nach hinten im Unternehmen einfach nur überstülpt und dann läuft es schon irgendwie. Es ist ein Rahmenwerk, in dem gearbeitet wird und von dem es viele, viele, viele verschiedene Varianten gibt. Also im Vergleich zu diesem Buch findet man online bestimmt, ich weiß nicht, 3 Dutzend unterschiedliche Deutungen dieses methodischen Frameworks, Objectives and Key Results. Aber fangen wir vorne an. Wofür ist das Ganze eigentlich da? Warum haben wir das auch mit unseren knapp 40 Leuten versucht umzusetzen? Und was sind eigentlich die 3 wesentlichen Ziele dieses Management Frameworks? So, es gibt 3 Stück. Die erste Aufgabe, Fokus schaffen. Aus den tausenden Dingen, die man jeden Tag machen könnte, die 5 bis 10 identifizieren, die sich wirklich lohnen oder dann sogar noch mehr im Sinne der Objectives and Key Results vielleicht nur die 3 oder 4 Dinge, die jetzt wirklich am wichtigsten sind, zu identifizieren und zwar so zu identifizieren, dass nicht nur jeder das auf seiner kleinen eigenen Insel macht im Team, sondern dass es wirklich teamübergreifend am Ende ein stimmiges Konzept ergibt und alle in die gleiche Richtung laufen, um das mal metaphorisch auszudrücken. Ziel 2, Motivation zu schaffen. Und zwar dadurch Motivation zu schaffen, dass Ziele erstens anspruchsvoll sind, sodass es auch Spaß macht, sich in die Richtung zu strecken. Aber auch Motivation schaffen, indem klar wird, wo der individuelle Beitrag zum Team- und Unternehmensziel eigentlich gerade liegt. Und dafür eignet sich dieses Framework sehr, sehr gut. Und drittens, Transparenz darüber zu schaffen, wer im Team und im Unternehmen eigentlich gerade woran genau arbeitet. Das sind die 3 Hauptfaktoren bei der Einführung dieser Methode. Wenn man noch ganz, ganz viele andere Ziele hat, mögen die auch irgendwie strategisch relevant sein, aber das sind aus meiner Sicht auch die einzigen 3, die man mit dieser Methode wirklich in den Vordergrund stellen kann. Viele, viele andere Sachen fallen hinten über. Objectives and Key Results, ein paar Basics. Was ist überhaupt ein Objective und was sind Key Results und wie hängen die 2 zusammen? Objective ist einfach ein übergeordnetes Ziel. Ein übergeordnetes Ziel, das wir durch die Key Results, die zu diesem Ziel gehören, ausdrücken. Also mal anders gesagt, das Objective ist, wo möchte ich eigentlich hin? Was möchte ich erreichen? Und die Key Results sind die Messbarkeitsmachung. Was sage ich, möchte ich erreicht haben, um davon auszugehen oder behaupten zu können, ich habe mein Objective auch wirklich erreicht. Also Ziel und wie mache ich das eigentlich messbar? John Doerr in seinem Buch sagt auch immer ganz klar, das ist die Definition, was möchte ich erreichen und wie drücke ich das aus? In vielen anderen Varianten dieses Frameworks im Internet findet man die Deutung, Key Results sind sowas wie KPIs, einfach Controlling-Zahlen, die überprüfen, ob ich Fortschritt gemacht habe. Das ist eigentlich nicht im Sinne der ursprünglichen Methode so. Es ist eigentlich nicht gedacht. Key Results sind nicht einfach nur irgendwelche Performance-Kennzahlen, sondern können auch einfach Dinge sein, die man vorhat zu tun, um danach sagen zu können, ich habe mein Objective erreicht. Was heißt das konkret? Machen wir es ein bisschen präziser. Ich habe mal einfach irgendwas bei uns ausgegraben. Das ist kein
Kein echtes Objective, könnte aber eins sein. Also wir könnten uns zum Beispiel auf Produktseite in unserem Produktteam das Objective setzen. Wir wollen die Ressourcenplanung in AWORK von der Konkurrenz abheben. Ja, warum? Weil wir erstens glauben, die Konkurrenz macht es nicht gut. Zweitens, weil wir glauben, wir können es auch noch besser machen. Und drittens, weil wir es können, weil wir glauben, wir haben eine richtig gute Idee. Und weil ihr, glaube ich, auch ein bisschen drauf wartet. Also alles gute Gründe, dass das ein Ziel sein könnte, dem sich unser Produktteam voll und ganz verschreibt. Wie wir dazu kommen, welches jetzt die richtigen Ziele sind und welche nicht und so weiter und wie das abläuft, da sage ich gleich noch ein bisschen was drüber. Aber es ist ein schönes Beispiel für ein Objective. Und was sind jetzt typische Key Results? Jetzt könnte man natürlich sagen, Anzahl der Nutzer in der Ressourcenplanung. Aber das wäre kein Result. Das ist nichts, was ich produzieren kann. Das ist nichts, woran ich direkt arbeiten kann. Das ist einfach nur ein Controlling-Ergebnis. Das wäre vielleicht eine KPI, einfach eine Zahl zur Messbarkeitsmachung. Aber wirkliche Key Results sind einfach Teile auf dem Weg zu diesem Ziel, die ich wirklich bearbeiten und am Ende auch abhaken kann. Zum Beispiel könnte zu diesem Objective hier passen. Ich möchte die Top 5 Ressourcenplanungstool da draußen testen und genau analysieren, was gut ist und was nicht gut ist. Ich möchte mindestens 10 Kundeninterviews zum Thema Ressourcenplanung führen, um rauszufinden, wo liegt eigentlich aus eurer Sicht der Hund begraben. Mindestens 3 wechselweise alternative Produktkonzepte erstellen, um mal den Lösungsraum aufzuspannen und dann deren technische Machbarkeit prüfen und vielleicht noch ein technisches Konzept ausarbeiten. Wenn ich das alles gemacht habe, habe ich dann nach jeder Definition, die mir einfallen würde, die Ressourcenplanung in AWORK von der Konkurrenz abgehoben? Vielleicht erstmal noch nicht. Ich habe ja noch nicht mal irgendwas umgesetzt. Aber ich bin dem auf jeden Fall sehr, sehr nahe gekommen. Und für diesen Zyklus in unserer Zielsetzung ist das vielleicht einfach meine Definition davon, wie ich dieses Ziel verstehe. Das heißt, ich weiß, unser Team verbringt immer ganz viel Zeit damit zu diskutieren, aber reicht das jetzt? Haben wir jetzt das Ziel wirklich erreicht? Müssen wir jetzt nicht noch irgendwie einen Prototypen umsetzen und den mit einem Kunden besprechen, um zu sagen, wir haben das wirklich irgendwie relevant gemacht? Nö, es ist ja euer Ziel oder unser Ziel. Wenn das die Definition ist für das Ziel und wir diese Key Results auch alle abhaken, dann ist per Definition auch für diesen Zyklus erstmal unser Objective erreicht. Das wird einfach oft links liegen gelassen, weil es auch aus vielen Konzepten und aus vielen Definitionen gar nicht so klar hervorgeht. So, und das Schöne an Objectives und Key Results ist, sie sind ganz oft auf der untersten Ebene individuell. Das könnte also mein persönliches Objective sein, an dem ich über die nächsten, sagen wir mal, 3 Monate arbeite. Darüber gibt es vielleicht ein Objective meiner Führungsebene oder meiner Mitarbeitenden, die jeweils damit zusammenhängen. Das heißt, zum Beispiel könnte unsere Werkstudentin im Marketing, die das Objective haben für die nächsten Monate, eine Konkurrenzanalyse der Ressourcenplanungstools machen und als Key Results darunter könnte stehen, Katalog für Evaluationskriterien, Top 5 Tools auswählen, Analyse durchführen, was weiß ich. Das könnten typische Key Results sein. Die wären also direkt mit meinem Objective und meinen Key Results verknüpft. Das heißt, Objectives können eine Hierarchie aufweisen. Jetzt fragt Frederik hier direkt zum Beispiel, okay, ja, Ressourcenplanung. An anderer Stelle heißt es, Key Results sollten keinesfalls einfach To-Dos sein. Ihr seht es also nicht so kritisch. Nee, ehrlich gesagt, Frederik, das sehe ich überhaupt nicht so kritisch. Einfach nur To-Dos sagt sich ja so einfach, ja. Ist jetzt also eine, das Objective ist ja auch ein To-Do, ne? Ressourcenplanung von der Konkurrenz abheben. Ja, okay, dann mache ich das jetzt halt. Aber es kann ja auch ein übergreifendes Ziel sein, was ich jetzt in seine Bestandteile herunterbreche. Und wenn ich eine Sache in den letzten 3 Jahren Objectives und Key Results gelernt habe, dann ist es, sich strikt an irgendwelche Methoden und Definitionen zu halten, bloß weil es so in dem Konzept steht, bringt niemandem was. Findet einen Weg an Definitionen, den euer Team akzeptiert, der euch weiterbringt. Punkt. Ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Und zu deiner konkreten Frage noch, Key Results sollten keinesfalls einfach To-Dos sein.
schau mal in das Originalbuch von John Durr und in die Beispiele, die er hat aus der Intel-Zeit, die Football-Beispiele, die da drin stehen und so. Ich würde mal sagen, 60% aller Key-Results, die da genannt werden, sind alle knallharte To-Dos. Also ich glaube, ich würde da einfach nicht so genau hingucken. Macht was, was für euch funktioniert. Gehen wir einen weiter. So. Was sind denn darüber hinaus noch Lessons learned, die wir aus den letzten 3 Jahren mitgebracht haben? Erstens, ja, ein Klassiker, okay, Objectives und damit auch ihre Key Results sollten ambitioniert sein. Und dabei bleiben wir auch. Wir versuchen in unseren Workshops, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, die wir benutzen, um solche Ziele zu setzen, wir versuchen da rauszugehen und zu sagen, ob wir das wirklich schaffen? Mal schauen. Wir sagen auch nicht, shoot for the moon, ja, irgendwie, keine Ahnung, AWORK hat in Zukunft alleine in Deutschland 5 Millionen Nutzer, keine Ahnung, würden wir nie auf die Idee kommen. Aber wir setzen uns die Ziele auf jeden Fall so hoch, dass wir sagen, okay, es ist auf jeden Fall nicht sicher, dass wir das wirklich schaffen. Das ist so ungefähr das Level, was wir versuchen zu erreichen. Und damit fahren wir sehr, sehr gut, weil dann lohnt es sich auch wirklich, das zu erreichen. Wir können danach, wenn wir es schaffen, wirklich stolz drauf sein. Wir wissen aber auch, unsere Objectives und Key Results sind kein Kontrollinstrument. Sie kommen nicht als du hast deine Objectives nicht erreicht, Mittel in unseren Personalgesprächen vor. Sie sind keine direkte Grundlage der Leistungsbeurteilung, sondern sie sind ein Werkzeug, um darüber zu sprechen, was ist gerade eigentlich wichtig zu tun, woran sollten wir arbeiten und woran nicht. Und deswegen ist auch ganz oft der Weg das Ziel. Was meine ich damit? Wir verbringen ungefähr alle 3 Monate, da komme ich schon wieder auf den Zyklus, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, wir verbringen ungefähr alle 3 Monate mindestens einen vollen Tag, meistens eher 1,5 für das gesamte Team, also auch eine relativ teure Aktion, verbringen wir nur damit, drüber nachzudenken, welche Objectives brauchen wir eigentlich für die nächsten 3 Monate? Was sind eigentlich die Sachen, auf die wir uns wirklich stürzen müssen, in der Abgrenzung zu allem anderen, was wir eher links liegen lassen können. Und alleine dieser Prozess, alleine dieser routinierte, standardisierte, turnusgemäße Prozess, darüber nachzudenken, was ist in den nächsten 3 Monaten für mich eigentlich wirklich relevant und was nicht, ist aus meiner Sicht die halbe Miete. Das ist der halbe Mehrwert des ganzen OKR-Konzeptes. Also wenn wir alles andere weglassen würden und einfach 3 Monate später das Gleiche nochmal machen würden, dann hätten wir auf jeden Fall mindestens 50% des Mehrwertes. Und nur die anderen 50% sind dieses ganze kontinuierliche Controlling und Nachfassen und Überprüfen und Präsentieren und so. Das ist auch alles gut. Aber alleine dieser fundamentale Prozess, den auch alle lernen, also das gesamte Team lernt einfach in einem regelmäßigen Turnus drüber nachzudenken, radikal, was ist jetzt wichtig, ist für mich die halbe Miete. Und letzte Lesson learned, die meisten Teams sind nicht Google, including us. Aber diese Konzepte sind entstanden in Firmen wie Intel, Google, Facebook und Co. Und ja, viele von uns wären gerne Google und Facebook. Manche wären vielleicht auch lieber Intel, ich weiß es nicht, ist auch egal. Aber der Fakt ist, die meisten sind es nicht. Und das da darf man nicht vergessen, dass diese Konzepte entwickelt worden sind für auch zu einem Zeitpunkt, wo diese Companies schon wirklich eine relevante Größe haben. Es gibt viele Geschichten, wie bei Google an der Tischtennisplatte 10 Leute sich für OKRs entschieden haben. Ja. Aber wirklich eingeführt sind diese Tools in der Regel geworden bei Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern. Den Case haben wir nicht und den Case haben auch die meisten Leute, die OKRs einführen, nicht. Und deswegen sind viele von den Beispielen da draußen und viele von den Management-Methoden und Konsequenzen sind ein bisschen mit Geschmäckle zu genießen und zu übertragen auf die jeweilige Team- und Company-Größe und Kommunikationswege und die Anzahl der Hierarchieebenen, die man überhaupt zur Verfügung hat, um damit zu spielen. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr so ein Konzept einführen möchtet. So, zum Prozess. Ich sehe, hier hat gerade noch jemand sich bei uns gemeldet. Ah, nee, doch. Hat sich erledigt. Alles klar. Zum Prozess. Wir haben einen ganz, ganz simplen OKR-Prozess am Ende entwickelt. Der hatte am Anfang irgendwie 7 Phasen und ganz viele Bestandteile und so weiter. Aber unterm Strich gibt es einfach diese 3 Phasen unseres OKR-Prozesses und ein Zyklus, also einmal 1, 2, 3, sind immer 3,5 bis 4 Monate. Warum ist das so schwammig?
Weil wir in der Regel 3 Monate Bearbeitungszeitraum für unsere Objectives haben. Das heißt, die Ziele, die wir uns jedes Mal setzen, sind genau 3 Monate lang. Und wir brauchen, je nachdem, wie die Termine fallen und so weiter, so 2 Wochen, manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, um diesen Review, Kick-Off-Prozess, Workshops und so weiter zu organisieren, Feedback einzuarbeiten und so weiter und dann wieder bereit zu sein für den nächsten Zyklus. Das heißt, 4 Zyklen sind mehr als ein Jahr. Wir schaffen es nicht genau über ein Jahr zu kommen. Und das ist auch am Ende gut so. Am Anfang haben wir uns fürchterlich gestresst und gesagt, 3 Monate und in den 3 Monaten muss auch Review und Kickoff und alles dazwischen stattfinden. Dabei ist es eigentlich Quatsch. Wer hat gesagt, dass wir das alles in 3 Monate quetschen müssen? Und wenn der Zeitraum für Ziele kürzer wird als 3 Monate, wird es sehr schwierig, überhaupt irgendwas Relevantes zu erreichen, je nach gerade Entwicklungsgeschwindigkeit natürlich, aber ist auf jeden Fall in unserem Scope die Erfahrung. Deswegen strecken wir das ein bisschen. Fangen wir an mit dem Kickoff. Im Kickoff ist es so, dass wir auf Teamebene, also sagen wir mal unser Produktteam, unser Entwicklungsteam, unser Marketingteam, Sales-Team, Customer Success, sitzen zusammen den ganzen Tag von morgens bis abends und workshoppen sich durch ihre aktuellen Themen. Nach welchem Muster und welche Vorgaben gibt es dazu? Die Vorgaben sind in der Regel teamweite oder unternehmensweite Objectives. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, wo die herkommen und wie die sozusagen erscheinen. Das heißt, wir setzen auf Unternehmensebene einfach globale Ziele, von denen wir sagen, die sind über die nächsten 3 bis 6 Monate, die sind ein bisschen länger, für uns relevant. Und jetzt bitte jedes Team, überlegt euch sehr genau, was euer Beitrag in den nächsten 3 Monaten sein muss, damit wir da irgendwie hinkommen. Dieser Teil des Prozesses ist sehr bottom-up. Da gibt es wenig Vorgaben. Unsere Teams wissen in der Regel, wenn sie wirklich einen Tag lang drüber nachdenken und sich gemeinsam den Kopf zermartern, was jetzt wirklich wichtig ist, damit wir diese Ziele erreichen, ganz gut, was sie tun. Dann gibt es einen entsprechenden Feedback-Prozess, wo wir alle gemeinsam wirklich über jedes eigene einzelne Objective gucken. Dann gehen wir in die Bearbeitung über 3 Monate. Wie wir das tracken und nachhalten, zeige ich gleich einmal in AWORK. Und dann gibt es am Ende ein gemeinsames Meeting, wo wir den Gesamtstand zusammentragen und ein bisschen Methodenkritik machen. Ja, also im Detail diese Methode immer weiter verbessern, die Workshops immer weiter verbessern und so weiter. Das ist eigentlich wie so ein minimaler Scrum-Prozess oder sowas. So in der Richtung. Und jetzt fragt Marc, er setzt OKR denn dann als Methode alle anderen Zielvereinbarungen im Unternehmen oder sind auch Koexistenzen denkbar oder gewünscht? Das ist eine total relevante Frage, Marc. Bei uns ist es so, und ich kann das nur jedem empfehlen, unsere Objectives and Key Results haben gar nichts mit unseren Zielvereinbarungen im Sinne von Personalgesprächen, Performance-Evaluation des Einzelnen oder variablen Gehaltsbestandteilen oder sowas zu tun, sondern im Gegenteil, sie sind ganz klar davon getrennt. Ich gebe mal ein plastisches Beispiel. Unser Sales-Team wird beteiligt an ihrem Sales-Erfolg, recht einfach, ja, kriegt einfach einen Anteil des Vertragsvolumens, das sie jeden Monat abschließen. Das ist das eine. Und da gibt es ein Ziel. So viel Vertragsvolumen steht in deinem Ziel und davon hängt die Provision ab und die Vergütung ab. So, ist relativ schlicht. Auf der anderen Seite gibt es ganz konkrete Sales Objectives. Zum Beispiel in den nächsten 3 Monaten ist es für uns ganz besonders wichtig, dass die Conversion, das denke ich mir jetzt gerade aus, ist ein fiktiver Case, aber könnte sein, dass die Conversion Rate unserer Angebote viel höher wird. Das heißt, in den nächsten 3 Monaten muss daran gearbeitet werden, dass unsere Angebote klarer verständlich werden, wir die besser nachfassen und so weiter und so weiter. Das sind ganz konkrete Handlungsoptionen. Die Zielvereinbarung bleibt aber die gleiche, das Vertragsvolumen. Das heißt, es sind 2 völlig getrennte Ebenen, mit denen wir dabei arbeiten. Okay. Und Kai fragt, ob bei uns der Review dann auch gemeinsam mit dem Kickoff für den nächsten Prozess stattfindet. Nein, in der Regel nicht. Das sind in der Regel wirklich 2 ganz getrennte Sachen. Und es ist auch gut, dazwischen eine kleine Pause zu machen. Das heißt, der Review ist oft ein erweitertes All Hands. Ich merke, ich schmeiße heute mit so Startup-englischen Begriffen um mich. Das versuche ich sonst immer zu vermeiden. Also wir machen einmal die Woche ein All Hands, wo wir wirklich das gesamte Team zusammenholen. Das findet immer Freitagnachmittag statt und über solche Dinge sprechen. Das sind genau typische Themen dafür. Und das Review ist normalerweise ein solches All Hands. Es geht immer ein bisschen länger als die sonstigen. Das dauert schon mal dann irgendwie 1,5, 2 Stunden.
Und da machen wir das gemeinsame Review. Und dann ist aber auch gut. Und dann haben alle mal mindestens über das Wochenende und meistens noch ein paar Tage mehr Zeit, drüber nachzudenken, wie sie in den nächsten OKR-Prozess gehen wollen. Und dann ist der Kickoff wirklich ein kompletter Tag. Das heißt, das sind zwei getrennte Veranstaltungen. Und ich würde das auch empfehlen, weil die Reflexion ja auch irgendwie noch umgesetzt werden muss in der Konsequenz. Daher trennen wir das. Ist ja ein bisschen Geschmackssache. Nochmal die Frage von Ruben. Ist das Provisionsziel denn nicht auch ein Key-Result? Ich verstehe, dass viele da drauf lange rumhacken. Ja? Warum macht man denn die Objectives dann nicht zum Provisionsziel? Und warum knüpft man denn nicht noch einen Gehaltsbestandteil da dran? Weil das nicht Ziel der Methode ist. Ziel der Methode ist ja auch, ganz harte Transparenz zu schaffen, wo es gerade gut läuft, wo es schlecht läuft. Auch Offenheit zu produzieren und jeden dazu zu animieren, über seine aktuellen Projekte zu reden. Und zwar ganz glasklar über die Wahrheit, was da gerade abläuft, ja oder nein. Ein Provisionsziel würde ich niemals von irgendwas abhängig machen, wo ich darauf angewiesen bin, dass mir jemand einfach so erzählt, was da gelaufen ist. Da würde ich eine ganz harte, messbare Controlling-Zahl reinschreiben. Aber die brauche ich nicht als Key-Result, weil ja, die steht sowieso im Controlling. Es bringt mir also gar nichts. Also, wenn man mich fragt, sind Objectives und Key-Results mit Provisionszielen und variablen Gehaltsbestandteilen sogar in manchen Bereichen einfach von vornherein inkompatibel. Und deswegen würde ich es immer trennen. Es macht vieles einfacher. Man spart sich viel Ärger. Okay. So. Wenn man jetzt in diesen Prozess reingeht, und das habe ich ja eben schon gesagt, dann gibt es drei Dinge, die vorbereitet werden müssen, um überhaupt in diesen OKR-Prozess zu starten, aus meiner Sicht. Nummer eins, so haben wir es auch gemacht, Company Guidelines. Was haben wir gemacht, als wir das erste Mal gemacht haben, jetzt mittlerweile vor ungefähr 3 Jahren? Da haben wir das eben genannte Buch und noch 3 andere gelesen. Und es gibt, wenn man wirklich OKR-Cases googelt, da draußen gibt es Berichte dazu bis zum Umfallen. Das heißt, wir haben ein paar Case-Studies gelesen, uns ein bisschen schlau gemacht. Diese ganzen Definitionen, die ich jetzt auch gerade hier im Webinar mitgegeben habe, was ist ein Objective, was ist ein Key-Result, was könnten konkrete Beispiele für unsere Organisation sein, das haben wir einfach alle alles runtergeschrieben. Ein langer Text mit einer PowerPoint-Präsentation und das haben wir in unserem Dokumentationstool abgelegt. Wir nutzen Notion, aber Confluence oder was auch immer ihr benutzt, um euer Wissen zu dokumentieren, dort gehört es, glaube ich, hin. Und wir haben das natürlich dem ganzen Team einmal entsprechend vorgestellt, eine kleine Schulung und Einführung in dieses ganze Thema gegeben und den ersten Kickoff ganz stark moderiert, also wirklich eine ganz detaillierte Agenda vorgegeben. Das haben wir hinterher nicht mehr gemacht, aber für das erste Mal. Die zweite Vorbereitung, die auch für uns immer sehr aufwendig ist, sind die Top-Level-Objectives. Das heißt, bei uns ist es so, dass jede Person im Team selber eigene Objectives hat. So 2 bis 4 pro 3 Monate. Das heißt, ich habe zum Beispiel für den aktuellen Zyklus 3 oder 4, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 ganz konkrete Objectives, für die ich verantwortlich bin in dem aktuellen Zyklus. Und das ist bei jedem so. Aber damit alle eine gewisse Kompassnadel haben und sich an etwas orientieren können und am Ende auch der Effekt eintritt, dass alle in die gleiche Richtung laufen, geben wir die Top-Level-Objectives einmal vor. Das sind die einzigen Objectives, die da sozusagen rausbrechen. Da stehen dann so Sachen wie ganz konkrete Wachstumsziele oder irgendwelche übergreifenden Dinge drin, die wir uns vorgenommen haben. Und daran wird sich orientiert in den einzelnen Teams, um das in die Tat umzusetzen. Und die auszuformulieren, ist eine ganz klare Vorbereitung, die wir dann immer zwischen Review und Kickoff machen. Und ja, kein Wunder, es muss irgendwo hin. Das sind ja Projekte, das sind Aufgaben, die müssen irgendwo organisiert werden. Ich muss Transparenz schaffen. Und welches Tool wäre dafür besser geeignet als AWORK? Es gibt da draußen auch ganz viele Tools, das sei nicht verheimlicht, ich will das nicht, es gibt Vor- und Nachteile von dieser Lösung, ich will das nicht verheimlichen. Es gibt ganz viele Tools, die spezialisiert sind auf Objectives und Key Results. Und aus meiner Sicht bringt das einfach gar nichts, weil das ja ganz konkrete, handfeste Projekte und Maßnahmen am Ende werden. Ja, aus den Objectives und Key Results entwickeln sich ja Dinge und die müssen dahin, wo ich meine ganze Arbeit strukturiere und das machen wir auf jeden Fall in AWORK. Und deswegen sollte dafür ein AWORK-Template bei euch entstehen, was ihr immer wieder verwenden könnt. Und das würde ich euch jetzt gerne einfach mal zeigen. Das heißt, ich beende jetzt mal dieses ganze Präsentationsthema hier. So.
Und springe mal rüber in meine wahrscheinlich schon allseits bekannte, fürchterlich bunte und volle AWORK-Demo, wo ich was für euch vorbereitet habe. Also ihr kennt ja natürlich alle AWORK, gehe ich mal von aus. Deswegen spare ich mir heute die Einleitung. Und ich habe für uns heute schon ein Projekt angelegt. Das heißt jetzt hier OKR Planning. Dazu sei auch direkt was gesagt. Ich öffne das Projekt mal, fangen wir mal vorne an. Das ist also mein OKR-Projekt. Bei uns heißen die nicht OKR-Planning, das war dumm, dass ich das hier so benannt habe, sondern bei uns heißen die irgendwie OKR-Planning und dann steht immer dahinter, was haben wir denn jetzt gerade? Wir haben Q4, also sagen wir mal Oktober bis Dezember 2021. Das schreibe ich immer direkt dahinter, damit ich die Projekte überhaupt wiederfinde, weil wir kriegen ja immer neue, immer mehr davon. Die schließen wir dann zwar irgendwann ab, aber ich will immer wissen, welches ist gerade das Aktuelle. Das heißt, ich schreibe immer den aktuellen Zeitraum mit in das Projekt. Und dann sieht man schon, ich habe einen Projekttyp dafür angelegt. Ich habe das irgendwie getaggt. So, relativ simples Projekt mit der Deadline zu dem Zeitpunkt, wo dann auch unser OKR-Zyklus endet. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Wie habe ich das Projekt aufgebaut? So, ihr seht, das ist natürlich nur ein Dummy, ja. In dem echten sind viel, viel mehr, aber das war jetzt für meinen Demo-Case hier ein bisschen viel des Guten. Das heißt, ich habe mal einfach so ein Skelett gefüllt. Wir erstellen also Listen für unsere Teams. Wenn ihr mehr als zwei Hierarchieebenen habt, also komplexer aufgestellt seid als wir, dann kann man hier natürlich auch die verschiedenen Ebenen in den Listen anlegen. Dann würde ich zum Beispiel sagen, Marketing, Social Media und dann würde ich noch eine neue Liste machen, die wäre dann Marketing, weiß ich nicht, was auch immer, Performance oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Listen unterteilen bei uns die verschiedenen Company-Bereiche, um einfach zu wissen, was passiert wo. Und ganz oben drüber stehen bei uns die Team-OKRs, das sind also die, die wir vorgeben. Ich habe mir hier natürlich irgendwas aus den Fingern gesaugt, damit ich euch was zeigen kann, aber so ungefähr sieht es aus. Und was ihr vielleicht auch schon seht, ist, für viele habe ich auch Unteraufgaben angelegt und das werden gleich die Key Results. Das heißt, ich sehe hier auf den ersten Blick, bei unserem Outgrow Annual Targets Objective habe ich eins von drei Key Results schon erreicht. Oder hier Brand Design habe ich zwei von fünf schon erreicht. Oder Conversions bei unseren Angeboten habe ich auch schon zwei von vier erreicht. Oder wer auch immer das war, Karl hat schon zwei von vier erreicht. Das heißt, anhand der Unteraufgaben kann ich direkt im Überblick sehen, was ist schon passiert. Und auch der Status ist aussagekräftig. Also die noch nicht gefüllten hat noch niemand angefangen daran zu arbeiten. Die gefüllten sind laufen schon. Der rote hier ist irgendwie liegt ein Problem vor. Und so kann ich mir auch im Gesamtüberblick dieses ganze Projekt durchscrollen und sehe, was läuft gerade, was läuft nicht, in welchem Team läuft es gerade gar nicht gut. Ja, wenn ich hier in irgendeinem Team vier, fünf rote sehe und noch keine Unteraufgaben abgeschlossen, dann merke ich schon, da ist irgendwie ein größeres Issue. Dieses Projekt ist frei zur Verfügung für jeden im Team. Und das ist natürlich ein bisschen eine Philosophiefrage, aber zurück zu den Zielen dieser ganzen Methode. Eines der Kernziele ist, Transparenz zu schaffen. Das heißt, nicht nur geben wir dieses Projekt hier auch jedem im Team frei, wir haben sogar ein rotierendes Dashboard im Office, dafür zapfen wir die AWORK-API an, das einfach random den ganzen Tag lang immer eines dieser Objectives auf einen so einen 60 Zoll Fernseher schmeißt. Und da steht dann einfach immer nur das Objective mit dem aktuellen Stand und wer dafür verantwortlich ist und wer daran gerade arbeitet. Und das läuft einfach den ganzen Tag random durch. Ob das jetzt für jeden so die richtige Lösung ist, weiß ich nicht, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, Transparenz ist das Ziel. Und dann muss man sich auch, glaube ich, darauf einlassen, wenn man mit dieser Methode spielt. Wie sieht das jetzt im Detail aus? Ich klicke jetzt mal hier dieses Annual Targets Objective, klicke ich mal an. Und dann sehe ich gleich jede Menge Informationen. Als erstes fällt auf, hier gelbe, rote Zeilen. Was ist da los? Ich habe direkt die Objectives der einzelnen Teams oder Teammitglieder hier verknüpft, die auf dieses globale Objective einzahlen. Und in echt ist diese Liste noch sehr viel länger. Aber das ist super schön, weil ich kann jetzt dieses globale Objective hier anklicken und sehe dann für alles, was darauf einzahlt aus den einzelnen Teams, sehe ich, was ist der Stand, wer ist dafür verantwortlich, kann die auch direkt anklicken, um dahin zu springen, kriege also auch innerhalb dieses globalen Objectives nochmal wie so eine Art Baum quasi abstrahiert und sehe, was ist da gerade los. Und in der Beschreibung hinterlassen wir dann natürlich die Beschreibung. Warum ist es wichtig? Was wollen wir genau erreichen? Was ist der strategische Zusammenhang? Warum haben wir diese paar Key Results uns ausgesucht und so weiter? Das heißt, hier gibt es halt die Beschreibung. Hier sind dann die entsprechenden Key Results. Auf der obersten Ebene immer jemand von uns, also irgendwie verantwortliche Geschäftsführung dafür.
Und theoretisch dann hier lange Diskussion. Ja. Kann auch mal eine Teamdiskussion sein. Hier findet halt die ganze Kommunikation dazu statt. Und wenn man jetzt in die einzelnen Objectives reingeht, nehmen wir mal, habe ich ein bisschen mehr gepflegt. Ich glaube, das mit der Brand-Design-Kampagne hier. Genau. Jawohl. Nee, schade. Das war's. Ha. Und wenn man jetzt in die einzelnen Objectives reingeht, dann sehe ich hier natürlich wieder, wer ist dafür verantwortlich. In diesem Fall jetzt schon wieder ich. Und ich sehe hier in den Unteraufgaben jetzt auch mal tatsächliche Key Results, ob die jetzt hier perfekt formuliert sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich wollte nur zeigen, wie wir das abbilden, also nicht, bitte nicht an den Inhalten aufhängen hier. Was ich hier ausgelassen habe, ist die Beschreibung. Und die Beschreibung enthält bei uns normalerweise einmal eine allgemein verständliche Beschreibung des Objectives, damit jeder, der hier reinguckt, weiß, was Sache ist. Und ganz wichtig, den Zusammenhang zu den globalen Objectives. Hier muss immer stehen, warum zahlt das jetzt auf unser Outgrow Annual Targets ein? Warum? Weil wir brauchen mehr Leads und die gibt es bei Social Media und deswegen müssen wir das machen. Also der Zusammenhang ist manchmal trivial, aber er muss einmal dahin geschrieben werden. Und das ist auch ein wichtiger Denkprozess. Ja, warum zahlt das jetzt genau nochmal darauf ein? Hier ist es einfach, manchmal ist es nicht ganz so einfach. So, und jetzt sehe ich hier meine Key Results. Social Media Accounts auswerten, Formate testen, Controlling Dashboard aufsetzen. Es könnten auch noch 1-2 mehr sein. Also bei uns hat sich das Verhältnis eingespielt. So 3-4 Objectives pro Person und Zyklus ist schon eine Menge. Also 4 ist eine Menge, 3 ist eigentlich fein. Und pro Objective so 3-5 Key Results ist auch mehr als fein. Mehr als das, keine Chance, das zu erreichen. Man muss auch noch irgendwie E-Mails schreiben und so. Weniger und es bleibt einfach unvollständig. Und was wir dann unterwegs machen, einmal die Woche wird hier in die Key Results, entweder werden die abgehakt, wenn sie erledigt sind, oder es wird zwischendrin hier so ein Teilstatus eingetragen und zwar wirklich einfach als Prozentwert. Also wir sagen dann hier einfach, habe ich gemacht, zu 20% bin ich circa fertig. So würde das dann aussehen. Und so spielen wir das durch und das macht jeder, nimmt sich jeder 5 Minuten die Woche und trägt einmal hier diesen Fortschritt ein. Einfach super plain. Das ist einfach nur der Hinweis, damit habe ich schon angefangen, das ist bei 20% fertig aus. Mehr machen wir damit nicht. Genau. Und das ist eigentlich schon die ganze Magie. Dokumente, Kommunikation und so weiter hängt alles dann hier dran. Und für das Review nehmen wir dann selbstverständlich auch dieses Projekt hierher, blenden dann auch, hier gibt es noch keine fertigen, weil das ja noch neu ist, blenden auch alle fertigen Aufgaben ein, die kann man ja in AWORK einfach einblenden, dann tauchen die alle auf und dann gehen wir sie durch. Manch einer plant seine Sachen in der Timeline ein, das steht jedem frei. Manchmal gehen wir auch ans Board. Im Board ist es immer schön, da kann ich jetzt nämlich zusätzlich nach Nutzer gruppieren und dann sehe ich hier sozusagen für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sehe ich hier einmal, in welchem Status befinden sich gerade die verschiedenen Objectives, bei wem hängt alles noch ganz am Anfang, wer pflegt seine Daten nicht ordentlich, mache ich auch manchmal. Genau, das sind so die Optionen, die wir da haben und so managen wir das Ganze. Und zur Kommunikation neben einfach der Transparenz im Team grundsätzlich benutzen wir das als Themenquelle für kurze Vorstellungen auf unserem All Hands. Einmal die Woche ist in der Regel irgendjemand dran und stellt eines seiner Objectives in so einem 5-10-Minuten-Pitch kurz vor. Was mache ich da? Wie weit bin ich? Wo sind die großen Hürden? Warum freue ich mich drauf? Und das war's. Und dann gehen wir direkt in den Review. So läuft es bei uns und so kann man das mit AWORK gut organisieren. Am Ende das Projekt abschließen. Ein letzter Tipp. Es gibt bei uns, wir benutzen Slack zur Teamkommunikation. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Slack oder Teams nutzt. Ist am Ende das Gleiche. Für beide Tools gibt es eine richtig schöne AWORK-Integration. Findet ihr unter Integrationen. Wenn ihr hier einfach die Bibliothek öffnet, findet ihr gleich oben Slack und Teams. Und was wir immer machen, ist, wir verknüpfen unser Objectives and Key Results Projekt mit unserem General Slack Channel, also der allgemeine Company Channel. Und wir schalten fast alle Notifications aus, damit er nicht zugespammt wird. Aber jedes Mal, wenn jemand ein Objective als erreicht abhakt, gibt es da eine große automatisierte Nachricht mit ganz viel gegenseitiger Bestätigung. Wir feiern, dass jemand sein Objective erreicht hat. Das hat sich sehr bewährt. Viele Varianten davon kann man natürlich zusammenstecken. Ich kann auf jeden Fall die Überkommunikation des Fortschritts in dieser ganzen Methode kann ich nur betonen, die hilft sehr doll weiter. So, jetzt, welche Fragen kann ich euch zu diesem Thema beantworten? Schön, dass ihr immer noch so zahlreich da seid. Ich freue mich, so ganz langweilig kann es nicht gewesen sein.
Schießt mal los, stellt gerne mal eure Fragen einfach in der Q&A-Ecke. Die ersten ein, zwei Fragen kommen jetzt hier gerade rein. Macht es auf, fragt mich, jetzt bin ich da zu allem rund um das Thema Team Orga mit OKRs in A-Work, außerhalb von A-Work. Was interessiert euch noch? Hier ist schon mal eine kurze Frage von André, damit fange ich mal an, während ihr alle noch nachdenkt und tippt, ob es in der Integrationsbibliothek auch Google-Lösungen wie die G Suite geben wird in Zukunft. Wir haben zum Teil eine Google-Integration und zwar kannst du überall, wo du in A-Work Aufgaben anhängst, jetzt habe ich ein anderes Projekt genommen, das war ja nicht so schön. Also, wenn du an dein Objective hier zum Beispiel, da sind wir wieder, eine Datei anhängen möchtest, dann kannst du hier zum Beispiel direkt auf deinen Google Drive zugreifen und die Dokumente einfach verknüpfen. Und du kannst auch bereits, das zeige ich jetzt nicht, das ist ein ganz anderes Thema, in der Zeiterfassung deinen Google-Kalender connecten und daraus Zeiten erfassen. Und mit einem unserer nächsten Releases wirst du auch deinen Google-Kalender in der Ressourcenplanung connecten können. Also es gibt schon jede Menge Google-Integrationen und es werden immer mehr an den jeweiligen Stellen, wo sie relevant sind. Leon fragt zu einem ganz anderen Thema, aber er ist im Moment der Einzige, deswegen sehr gerne. Wird es in Zukunft auch eine iPad-App von A-Work geben? Steht nicht so ganz weit oben auf unserer Priorliste. A-Work funktioniert auf dem iPad in Safari oder in Chrome auch echt flüssig und richtig gut. Deswegen haben wir da gerade nicht so den großen Bedarf und es wird auch seltener gefragt, als man am Ende denkt. Wir haben eher größere Sachen vor im Bereich Ressourcenplanung, Kalenderintegration, Teammanagement. Da gibt es eher viele, viele Features, die uns vorschweben in der nächsten Zeit, als unbedingt die iPad-App. Auch wenn die irgendwo auf der Liste steht, aber nicht so weit oben, wie man meint. Benedikt fragt, eine OKR-Frage, nice. Sollten nicht gemäß Originallehre Objectives eigentlich nie zu 100%, sondern eher im Durchschnitt zu 70% erfüllt werden, da sonst keine Stretch Goals? Wie handhabt ihr das? Fair. Genau so. Wir machen unsere Sachen anspruchsvoll. Aber du, ganz ehrlich, 70%, 80%, 90% im Schnitt manchmal, das sind alles super schwammige Aussagen und auch in den ganzen Dokumentationen, die es dazu gibt, jeder macht das ein bisschen anders. Wir sagen, die sollen so anspruchsvoll sein, dass wir uns nicht sicher sind, sie zu erreichen. Und in der Konsequenz führt das auch dazu, dass wir ganz regelmäßig unsere Objectives nicht erreichen. Im Schnitt würde ich sagen, erreichen wir sie wahrscheinlich nicht. Aber wir erreichen auch regelmäßig mal welche. Und ich finde, das ist auch total wichtig. Ich finde, ein Framework, wo man nie seine Ziele erreicht, das kann mir auch gestohlen bleiben. Also ab und zu muss man seine Ziele auch mal erreichen. Persönliche Einstellung dazu. Aber ja, wir machen sie so anspruchsvoll, dass es auf jeden Fall jeder kurz tief durchatmet, bevor er sie da wirklich ausschreibt und da hinschreibt. Und sich auch wirklich, wir oft auch sagen, wissen wir noch nicht so ganz genau, wie wir das schaffen sollen. Aber ja, insofern ja, das machen wir ziemlich genau so, wie das auch definiert ist. Aber wie gesagt, 70, 80, 100, keine Ahnung, misst eh keiner. Susanne fragt, was passiert denn, wenn man seine Objectives in dem Zyklus nicht erreicht? Ja, gute Frage. Gibt zwei Optionen. Entweder das Objective wandert einfach weiter. Und was machen wir dann hier? Wir legen das neue Projekt an. Also ich gehe dann her und sage neues Projekt und sage dann hier OKR Planning, was weiß ich, Januar bis März 2022 oder so. Das lege ich jetzt an. Und dann gehen Leute auch durch und sagen, ich habe hier Objectives, die habe ich letztes Mal nicht fertig gebracht, die haben einfach nicht mehr reingepasst, die sind aber immer noch so zentral, ich muss da nochmal ran, ich muss die Key Results vielleicht updaten, ich muss das aktualisieren und dann gehen wir wirklich einfach her und markieren die, den und der meinetwegen, die markieren wir dann alle und dann sagen wir hier unten Aktion auswählen, Projekt ändern und dann, zack, wähle ich hier das neue OKR-Projekt aus. Und dann ziehen wir die einfach um, mit allem, was da dran ist. Weil dann haben wir auch immer noch die Historie, was haben wir schon mal gemacht und so weiter. Wir setzen die dann halt wieder auf Null, was den Fortschritt angeht. Aber wir verschieben die dann durchaus einfach in aktualisierter Variante. Genau. Manchmal sagen wir auch, und das passiert auch öfter, als man denkt, ja, unterwegs merken wir, keine Ahnung, hier, nehmen wir das. Unterwegs merken wir, das war eine richtige Quatschidee. Kein Mensch sucht Projektmanagement und Teammanagement-Software auf Social Media. Wer hat sich das denn ausgedacht? Und das fällt uns nach Monat anderthalb ein. Dann sind wir super radikal und streichen das Ding, löschen das
und damit ist gut. Ja? Objective weg, braucht keiner mehr. Bringt nichts, einem Ziel hinterher zu laufen, von dem wir unterwegs festgestellt haben, es war dumm. Also kann ich nochmal sagen, die Methode lebt von Pragmatismus. Alright. André, ihr arbeitet zusätzlich intern mit Jira und da auch mit der Roadmap. Puh. Na gut, lasse ich mal so stehen. Hier wären OKRs von AWORK über die API doch eine Lösung. Oder kann ich über die API von euch diese Lösung selbst entwickeln? Weiß ich nicht genau. Also Sachen dann automatisch von AWORK in Jira anlegen oder andersrum könnte man machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die AWORK API ist super offen. Ihr könnt also, wenn ihr die Skills dafür habt im Team, könnt ihr in AWORK Projekte anlegen, Aufgaben synchronisieren, Status ändern, Leute zuweisen, Dokumente hinterlegen. Ihr könnt in AWORK machen, was ihr wollt. Und AWORK unterstützt auch Webhooks in die andere Richtung. Also ihr könnt sowas machen wie, wenn in AWORK eine Aufgabe abgeschlossen wird, dann mach irgendwas in Jira. Aber da müsst ihr euch natürlich selber mit auseinandersetzen. Die Kombination ist selten. Also die meisten Leute steigen dann früher oder später mit ihren Jira-Sachen auch auf die AWORK-Planung um, muss ich ehrlich sagen. Genau, dann habe ich Olli fragt, ob wir Clicktip einbinden. Das ist unwahrscheinlich, es steht auf jeden Fall im Moment nirgendwo auf der Roadmap, Oliver. Markus, gibt es das hier bereits als Vorlage? Nein, es gibt noch keine neuen Aufgabenvorlagen. Manche von euch, die schon länger dabei sind, wissen, es gab früher eine öffentliche Bibliothek an Aufgabenvorlagen. Die gibt es nicht mehr. Die sind wir gerade dabei zu überarbeiten. Das heißt, wir werden irgendwann eine ganz neue Bibliothek an Projekt- und Aufgabenvorlagen launchen. Da ist bestimmt auch wieder was zum Thema OKR dabei. Ansonsten würde ich vorschlagen, orientiert euch ruhig erstmal an dieser Struktur hier. Teams anlegen, darunter die Ziele eingeben. Damit kommt man schon sehr, sehr weit. Okay, dann habe ich Florian hier, auch nochmal zu den Integrationen. Florian fragt, wie es denn mit der Integration von Aufgaben in den Outlook-Kalender steht. Übrigens, Jürgen Köck, das wäre super, wenn du deine Hand, deine Zoom-Hand runternehmen könntest, weil das ploppt bei mir hier die ganze Zeit auf. Wenn du eine Frage hast, stell sie gerne einfach in der Q&A, in dem Q&A-Bereich. Da kannst du sie gerne stellen. Zurück zu der Frage von Florian. Aufgaben im Outlook-Kalender. Habt ihr schon eine Idee, wann das kommt und ob das überhaupt kommt? Also, die letzte Frage zuerst. Ja, das kommt. Du sagst jetzt Outlook-Kalender. Ich glaube, du meinst Microsoft, also Office 365-Kalender, Google-Kalender oder sowas in der Richtung. Ja, das kommt. Und das kommt auch sehr bald. Und zwar so circa zum Jahreswechsel in der ersten Version. Also vielleicht vor Weihnachten, vielleicht nach Neujahr. Irgendwie so da. Je nachdem, wie schnell das Ganze wirklich am Ende über die Bühne geht und wie viel Unwägbarkeiten dabei noch auftauchen. Das ist unser größtes aktuelles Entwicklungsprojekt. Wir erweitern das ganze Thema Aufgaben- und Ressourcenplanung um die Integration des persönlichen Kalenders. Das ist aber auch nicht nur einfach Aufgaben in den Kalender schreiben, es wird wesentlich cooler als das. Deswegen hatte ich hier auch eben die Ressourcenplanung als OKR und als Objective-Beispiel, weil das für uns wirklich, also es wird coolstes Feature, das wir je gebaut haben. Jetzt habe ich mich aus dem Fenster gelehnt, aber ich bin wirklich ziemlich sicher, dass das stimmt und ganz viele von euch damit richtig happy werden. Also zur Jahreswende ungefähr. Alright. Dann habe ich Oliver hier, der sagt, er konnte seinen Screenshot aus der Zwischenablage nicht in einer Aufgabe hochladen. Das geht leider nicht. Doch, das geht. Wenn das bei dir jetzt gerade nicht ging, dann liegt das an der Browser-Betriebssystem-Kombination. Man kann Dinge per Copy and Paste, also Screenshots vor allem, per Copy and Paste in die Kommentare der Aufgabe hochladen. Das funktioniert. Probier es nochmal, wenn nicht, melde dich bei uns im Support. Das hat irgendwas mit deiner Browser-Betriebssystem-Copy zu tun. Technisch geht das auf jeden Fall eigentlich. Alright. Finja, wie wurde die OKR-Methode in euren Teams aufgenommen? Gab es Schwierigkeiten bei der Durchsetzung? Berechtigte Frage. Ich mache mal kurz den Screenshare aus, dann kann ich auch direkt zu euch reden. Also, wie wurde das aufgenommen?
grundsätzlich ist unser Team Light gewöhnt. Wir lassen uns immer mal gerne neue Methoden einfallen und probieren die dann relativ schnell aus und wollen sehr schnell Feedback haben. Funktioniert es nicht? Hat es geholfen? Deswegen grundsätzlich erstmal positiv mit dem Hintergrund, wir wollen auch mehr Transparenz schaffen und wir wollen eben stärker zeigen, woran jeder gerade arbeitet, damit wir sicherstellen können, auf das gleiche Ziel hinauszuarbeiten. Das war erstmal sehr positiv. Die Teams, in denen die Methode bei uns an ihre absoluten Grenzen stößt, ist unser Entwicklungsteam, also die Programmierer, und unser Sales-Team. Das Entwicklungsteam, das hat einen eigenen Scrum-Prozess. Ja, da kommen halt, da kommen Features und Konzepte und Stories und was weiß ich alles aus dem Produktteam. Die werden in einen eigenen Sprintprozess umgesetzt, in einzelne Tickets runtergebrochen und dort abgearbeitet in unserem Sprintprozess. Wo brauche ich jetzt da ein Objective? Ja. Schneller, bessere Sprintplanung ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Das heißt, da wirklich noch eine Ebene zu finden, in der Objectives sinnvoll in das Tagesgeschäft passen, war und ist immer wieder eine Herausforderung. Und es gibt immer wieder Dinge, weiß ich nicht, Test-Coverage verbessern, Testprozesse verbessern, Qualität verbessern und so weiter. Aber dann tendiert das so zu so Hobby-Extra-Projekten zu werden. Und das soll es eigentlich nicht sein. Objectives sollen eigentlich mitten in der täglichen Tätigkeit sitzen. Und das ist in den Teams auf jeden Fall eine Herausforderung. Finale Lösungen haben wir auch immer noch nicht, ehrlich gesagt. Es wird trotzdem ganz gut aufgenommen, weil alleine dieser Prozess, regelmäßig gemeinsam drüber nachzudenken, deswegen hatte ich das auch am Anfang gesagt, was ist denn in den nächsten 3 Monaten eigentlich wichtig, schafft schon super viel Verständnis und Vertrauen für das, so ein bisschen für den Company Struggle, der gerade in den nächsten 3 Monaten relevant ist. Alright. André, wenn ich die, André nochmal mit der Jira-Integration. Wenn ich die Möglichkeit habe, von Jira-Issues direkt nach AWORK zu senden, dann werde ich in Zukunft die Planung in AWORK für das gesamte Team durchführen. Jira werde ich nicht loswerden. Verstehe ich, André. Aber ja, das müsste gehen. Also wenn du dich da unserer API developers.awork.io, da findest du die Anleitung dazu, wenn du dich da mächtig fühlst, bist du, glaube ich, auf einem guten Weg. Okay. Kevin, kannst du noch mal zeigen, wie man in Aufgaben die einzelnen Steps sehen kann? Also nicht die To-Dos, sondern da war irgendwas anderes, was du gezeigt hast. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Zeige ich super gerne. Und zwar, was ich gemacht hatte. Es gibt hier dieses globale Objective, Outgrow our Annual Targets, was auch immer da jetzt im Detail drin steht. Und es gibt ja hier unten jetzt detaillierte Objectives, die den einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zugeordnet sind. Und ich möchte wissen, auf welches globale Objective zahlen die ein? Also, nehmen wir mal eins, turn social media into relevant lead source. Dieses Objective zahlt ein auf das globale Objective, outgrow our annual targets. Der Zusammenhang sollte jetzt hier irgendwo beschrieben sein, das habe ich mir hier gespart, aber wisst ihr schon. Und damit ich das hier oben sehe, habe ich hier auf der obersten Ebene, habe ich hier auf diesen kleinen Aktionsbutton geklickt und dann gesagt, diese Aufgabe ist abhängig von. Und wenn man das macht, kriegt man alle Aufgaben zur Auswahl und kann die auswählen und zuordnen. Und dann erscheinen die nämlich hier und dann sehe ich den Status der jeweiligen Aufgaben. Einigen von euch dürfte das Feature bekannt vorkommen. Das ist das Gleiche, was ich auch in der Timeline machen kann. Ich habe hier für dieses Projekt noch keine Timeline angelegt, aber ich mache das jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt nämlich das Outgrow OKR hier in die Timeline hiefe, ohne dass ich jetzt aufgepasst hätte, wo ich es gerade eingeplant habe. Ja, ich habe es jetzt wirklich einfach nur irgendwo hier in die Timeline geschmissen. Und jetzt auch noch das Social Media Ding hier reinziehe. Das ist jetzt ganz woanders gelandet. Das war nicht so schlau. Dann hätte ich mal irgendwie vorher mir die Daten angucken sollen. So sollte das natürlich eigentlich sein. Dann seht ihr, jetzt hängen die voneinander ab. Ich habe bestimmt noch eins, das hier bestimmt auch. So, es ist jetzt auch natürlich im Dezember gelandet, weil ich das schon eingetragen hatte. Also ich glaube, das Prinzip ist klar. Das ist dasselbe Feature. Ja? Das sind diese Abhängigkeiten hier zwischen verschiedenen Aufgaben, die man auch in der Timeline visualisieren kann. Für die muss ich gar keine Timeline nutzen, sondern ich kann das eben auch direkt in der jeweiligen Aufgabe machen, indem ich einfach hier an der Aufgabe sage, sie ist abhängig von und dann taucht das alles auf. Ich hoffe, das war nachvollziehbar, Ken. Und Keno,
wird in Bezug auf die Ressourcenplanung auch die Schnittstelle zum HQ weiterentwickelt. Ja, die Schnittstelle zum HQ, die relaunchen wir ja tatsächlich irgendwie nächste Woche oder so. Also nagelt mich nicht auf dem Datum fest, ich bin heute für AWOC hier. Aber die HQ-Seite des Teams launcht auf jeden Fall wirklich in den nächsten 7 bis 10 Tagen die überarbeitete AWOC-Schnittstelle. Und da werden Aufgaben synchronisiert, da werden Listen synchronisiert. Und zwar richtig synchronisiert, nicht nur in eine Richtung angelegt. Also da kommt ein richtig großer Relaunch jetzt. Ehrlich gesagt, danach ist jetzt nichts weiter in Planung, weil das erschlägt schon super viel von dem, was da in Planung war. Und es steht jetzt irgendwie direkt bevor. Also ich habe den Testcase gestern schon irgendwo gesehen. Das heißt, der Launch kann nur noch Tage entfernt sein. Alright. Konnte ich, oh, noch eine lange Frage von Christoph. neuer AWOC-Nutzer mit Agentur. Nice, herzlich willkommen. Einziger Kritikpunkt für die Zukunft. Das Time-Tracking ist noch ausbaufähig. Clockodo sind noch deutlich einfacher. Gesonderte Tracking-Fenster, Desktop-App, ja, genau, klar. Auf jeden Fall. Völlig bei dir, Christoph. Da kann man noch ganz viel machen. Zeiterfassung ist ein endloses Fass bis hin zum automatischen Tracking, was du ja hier auch erwähnst. Wenn automatisches Tracking für euch in Kombination mit AWOC ein Thema ist, schau dir mal TimeBro an. Mit denen arbeiten wir schon länger zusammen. Die haben so einen automatischen Desktop-Tracker. Und der ist so ein bisschen Big Brother-mäßig. Die tracken alles mit, was ihr an eurem Rechner macht. Aber behalten das alles lokal bei euch. Das heißt, nur ihr seht es selber und am Ende des Tages könnt ihr es durchgehen, den richtigen Projekten zuordnen und dann einfach in AWOC verbuchen. Das ist ziemlich cool. Und ansonsten, ja, da steht auch einiges auf der Roadmap, aber nicht für jetzt, weil jetzt sind wir erstmal mit der Ressourcenplanung beschäftigt. Alright. So. Okay. Tipptopp. Ah, André. Für die Zeiterfassung könnte ich mir auch eine App von euch vorstellen. Du, wir haben eine App, André. Einfach im iOS oder Android App Store AWOC suchen und installieren. Da kannst du dich in deinen Workspace einloggen und die Zeiterfassung synchronisiert zwischen der Browser-Version und unserer iOS und Android-App nahtlos. Du kannst den Timer in der einen starten, in der anderen beenden, Zeiten nachträglich eintragen, deine Aufgaben unterwegs auf dem Telefon eintragen. Kann ich sehr empfehlen. Cool. Okay. Alright. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem AWOC. Ihr dürft jederzeit auf unseren Support zukommen, per Chat, per Telefon, per E-Mail. Ihr könnt mich auf LinkedIn adden. Tobias@awork.io ist meine E-Mail-Adresse. Da dürft ihr mir auch jederzeit schreiben. Wenn ich euch selber nicht weiterhelfen kann, dann finde ich jemanden, der euch weiterhilft. Wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Erfolg damit und hoffe, dass ihr heute ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.